Und das ist hier, die Choreografie wurde eigens ausgeschrieben. Ein Dortmunder Fan hat diese Ausschreibung gewonnen. Und das ist die Narrenkappe, die wir hier sehen, die zu Poldi passt wie wahrscheinlich zu keinem anderen deutschen Nationalspieler. Prinz Poldi geehrt hier von der Südtribüne, die heute natürlich nicht mit Stehplätzen belegt werden kann, sondern das sind alles Sitzplätze. Und ganz viele Plakate haben wir schon gesehen. Natürlich auch aus dem Ehrenbereich. Familie von Lukas Podolski ist natürlich auch da. Aber hier nochmal toller Blick auf die Südtribüne. 130 Spiele, 48 Tore. Eine Legende. Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen. Ein echter Typ. Vize-Europameister 2008, Weltmeister 2014. Ah, da sind die Augen schon doch leicht feucht und bewegt Lukas Podolski. Und jetzt wird hier im Stadion auch nochmal eingespielt in Kurzform einige der schönsten Szenen aus seiner Nationalmannschaftskarriere. Weltmeister geworden ist, sondern auch neben dem Platz sich weltmeisterlich verhalten hat. 130 Länderspiele, 48 Länderspieltore, einer der besten Linksfüßler, der im deutschen Fußball jemals für unsere Nationalmannschaft gespielt hat. Aber, und das will ich besonders betonen, der weltmeisterlich auch neben dem Platz war. Der, wenn er mal auf der Auswechselbank sitzen musste, die Mannschaft bedingungslos angefeuert hat. Der im Trainingslager die Spieler aufgebaut hat, die nicht so ein fröhliches Herz hatten wie er und der eine Vielzahl von sozialen Projekten initiiert hat, vor allen Dingen für benachteiligte Kinder. Ein großer Fußballer mit einem ganz großen Herz, ein guter Botschafter für den deutschen Fußball, beliebt bei den Fans in Deutschland, aber auch in Polen, auch in der Türkei und ich bin ganz sicher, bald in Japan. Wir, liebe Fußballfans als DFB, verneigen uns und bedanken uns bei Lukas Podolski. Tschüss, Poldi! Sind wirklich von überall her angereist, aus Köln natürlich ganz viele Kölner Kennzeichen haben wir gesehen, FC-Schals, auch Freunde aus Polen. Wunderbar, und das werden wir noch häufig hören heute. Hallo Dortmund, ich hoffe euch allen geht's gut. Wenn ich das hier so sehe, würde ich am liebsten jedem die Hand geben, persönlich Danke sagen für geile 13 Jahre, die ich erleben durfte, mit dem Adler auf die Brust.
Es waren geile Jahre, vor allem auch neben dem Platz, nicht nur auf dem Platz. Und ihr Fans habt einen großen Anteil daran. Danke dafür. Zum Schluss nochmal danke an meine Familie, meine Eltern, meine Frau, meine Kinder. Ich denke, wir haben von Anfang an auch viel verzichtet, wir haben viel investiert und können heute hier stolz auf dem Platz stehen und euch allen Danke sagen. Danke Dortmund, danke Köln und danke Deutschland. Groß. Gut gespielt. Podolski! Nein! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Sensationell! Ein wunderbarer Treffer! Ein wunderbarer Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere. Und was gäbe es denn jetzt eigentlich noch Besseres, als genau so abzutreten? Einmal noch nett grüßen. Danke, das war's. Was für ein fulminanter Abschluss. Dass er das kann und drauf hat, das wissen wir ja alle. Aber auch super in Szene gesetzt. Und den hier kann kein Keeper der Welt halten. Ein Traum zum letzten Spiel. Knack, drin das Ding. Keine Chance für Joe Hart. Elfmal Torschütze des Monats, Lukas Podolski. Und gut, wir wollen nicht wetten hier auf dem Sender, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass das nochmal ein Tor des Monats, vielleicht sogar des Jahres wird. Toll und freut das ganze Stadion, sich zu präsentieren und zu zeigen und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, ehe dann irgendwann eine Stammelf sich sozusagen wieder herauskristallisiert, wobei da muss man sich ja auch nichts vormachen. Das Gerüst steht natürlich mit Neuer, mit Boateng, Hummels, Groß, Özil, Müller, Khedira und Co. Deshalb muss man dieses sicherlich schwache Spiel der deutschen Mannschaft heute auch nicht allzu scharf bewerten. Heute stand es ohnehin unter dem Rubrum Tschö Poldi. Und wie hat er uns Tschö gesagt? Mit einem wunderbaren Treffer. Was noch Kopfschütteln bei Joe Hart hervorruft, der das wirklich gut gemacht hat im Tor heute. Aber genau dieses eine Mal komplett chancenlos war. Und so gewinnt Deutschland den Klassiker 1:0 gegen England. Und hat jetzt wieder sein kurzärmliches Trikot an. Wird von allen Spielern, jetzt von Joe Hart, nochmal geherzt. Ein Schulterklopfer von Dyer. Marc-André ter Stegen, während sich auch die beiden Trainer noch einmal die Hände schütteln. Lukas Podolski im Mittelpunkt all dieser Bilder. Herzliche Umarmung hier mit Joshua Kimmich. Hat ja auch für Arsenal gespielt, also was kann man sich Besseres wünschen, als wenn man auf der Insel gespielt hat, dann sein letztes Spiel dann noch auch gegen solch einen Gegner zu machen. Die Kameras bleiben auf Podolski, jetzt wird er abgeklatscht von Joachim Löw. 7-mal hat die deutsche Nationalmannschaft zu null gespielt hintereinander. Ein weiterer Rekord für Löw, 95 Siege hat er jetzt, beziehungsweise jetzt 96. Auch das ist Rekord für einen Nationaltrainer, hat Herberger überholt. Prinz Kölsche Jung, Legende, plus das Kölner Stadtwappen steht da auf einem Plakat. Also auch der Mann, der an der Seitenlinie steht, nämlich Joachim Löw, er holt Rekorde um Rekorde mit dieser Nationalelf. Lukas Podolski in allen seinen großen Turnieren, es waren 7 an der Zahl, hat er immer mindestens das Halbfinale erreicht. Auch das ist eine Wahnsinnsbilanz. Und Lukas Podolski verabschiedet sich klatschend von seinem Publikum. Ja, es war heute sein Publikum. Daumen hoch, beide Daumen hoch. Er klatscht dem Publikum und er geht jetzt seine Ehrenrunde. Ein strahlendes Gesicht, Lukas Podolski. Und er geht alleine die Mannschaft mit gebührenden
Abschluss. Die Kölner Stadtwappen werden genauso geschwungen wie die Deutschlandfähnchen. Es ist sein Abschied. Lukas Podolski, das letzte Mal mit der Nummer 10, immer noch mit der Spielführerbinde. Schwarz, gelb, rot. Und er wird gefeiert vor der Südtribüne. Lukas Podolski. Die Handys, die Kameras im Publikum, die sind gezückt. Keiner in diesem Stadion, der Lukas Podolski nicht diesen grandiosen Abschied hier gönnt.